Was bei Dreharbeiten am Set aufgezeichnet und im Fotolabor entwickelt wurde, stellte früher oft schon das finale Filmbild dar. Digitale Technologien hingegen verstärken durch den Rückgriff auf Computer und virtuelle Bildgebungsverfahren folgendes Problem. Wie kann ich Licht für etwas setzen, das überhaupt noch nicht existiert? Die folgenden Aufnahmen von Kameramann Philipp Rousselot zeigen, wie dieser Herausforderung begegnet werden kann. Konstantin aus dem Jahre 2005 ist ein frühes Beispiel für die Berücksichtigung und Vorplanung unterschiedlicher Lichtfaktoren in der Pre-Production. Schon vor Beginn der Dreharbeiten wurden die Lichtquellen durch die 3D-Darstellung der Höllensequenz visualisiert und an die Stimmung, das Wetter, die Umstände, die Figuren und die Kreaturen angepasst. Der Dreh vor Greenscreen war so leichter durchzuführen und konnte nur mit kleinen Anpassungen im Studio stattfinden. Das aufgenommene Material wurde anschließend mit CGI zum finalen Filmbild verbunden. Auch die Höllenkreaturen entstanden zuerst auf Papier und wurden anschließend in 3D gezeichnet, um sie mit Hilfe von CGI zum Leben zu erwecken. Fantastische Tierwesen stammt aus dem Jahre 2016, ist also 11 Jahre nach Konstantin erschienen. Trotzdem weisen die Verfahren der Bildherstellung einige Parallelen auf. In der berühmten Kofferszene werden unterschiedliche Welten- und Wetterverhältnisse dargestellt. Das Licht vermittelt die unterschiedlichen Stimmungen des jeweiligen Ortes. Wie schon bei Konstantin hatten die SchauspielerInnen auch dieses Mal die Möglichkeit, vor Greenscreen aktiv auf die sich wechselnden Licht- und Tagesverhältnisse zu reagieren. Das Leuchten von Blitzeinschlägen wurde bei den Dreharbeiten hergestellt, sodass die SchauspielerInnen darauf reagieren konnten. Dadurch wurde ein natürlicher Eindruck der Performance und der Szene erzielt. Auch die Tierwesen mussten in jedem Schritt der Produktion aufwendig erarbeitet werden. Die strikte Durchplanung und physische Ausarbeitung des Lichts führte zu einem besonders hohen Arbeitsaufwand. Das Resultat war ein möglichst natürlicher, fotorealistischer Eindruck der Tierwesen. Licht und Schatten überzeugen während jeder Bewegung, aus jedem Winkel und zu allen Umwelt- und Zeitenverhältnissen. Einige der Tierwesen wurden zusätzlich aus Silikon hergestellt, um den SchauspielerInnen am Set die Arbeit zu erleichtern. Je nach Größe wurde das Tier entweder ganz und beweglich gebaut oder zumindest die für die Szenen relevanten Körperteile, wie zum Beispiel Kopf oder Flügel. So konnten die SchauspielerInnen ihr Verhalten den Tierwesen anpassen, was ihr Spiel im finalen Bild natürlicher wirken lässt. Wie kann ich Licht für etwas setzen, das noch nicht existiert? Die Relevanz dieser Frage ist für aktuelle Filmproduktionen bereits enorm und wird künftig noch zunehmen. Mit jedem Film, jeder Anpassung der Programme und jedem einzelnen Drehtag sammeln FilmemacherInnen aus aller Welt neue Erfahrungen, um die Ergebnisse ihrer Arbeit noch einfacher, professioneller und natürlicher wirken zu lassen. Das gilt auch für Philipp Rousselot. In seiner langen Karriere als Director of Photography ist eine starke Entwicklung zu beobachten. Während er früh für Filme bekannt wurde, die auf Naturaufnahmen, wenig Lichtbearbeitung in der Post-Production und natürliches Licht setzte, wendet er sich heute vor allem Projekten zu, die besonders stark von computergenerierten Bildern abhängig sind. Wie werden FilmemacherInnen wie Philipp Rousselot künftig Licht setzen? Wie werden neue Technologien die Arbeit von FilmemacherInnen aus aller Welt beeinflussen? Wir bleiben gespannt und freuen uns auf neue Arbeiten von Philipp Rousselot.